Herzlich willkommen zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick der Hellerbar im Januar. Ihnen allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2023. Im November, also vor 2 Monaten, sind wir mit unserem großen Jahresausblick rausgekommen, der den Titel trug: Weltwirtschaft auf Gratwanderung. Was hat sich seitdem verändert? Was haben bislang die Märkte gemacht und was haben wir vielleicht verändert? Mal einen Blick auf den globalen Unsicherheitsindikator und wir sehen, der ist etwas angestiegen. Ich denke, das hängt mit China zusammen. Von Null-Covid auf Full-Covid. Schafft das Konjunktur oder schafft es nur Unsicherheit? Die Welt hat sich noch nicht entschieden. Bei uns ist es genau umgekehrt. Der Unsicherheitsindikator ist stark zurückgegangen. Und das ist so wie in den Bergen, wenn das Wetter dreht. Es ist deutlich unwahrscheinlicher geworden, dass wir noch eine Gasmangellage bekommen, denn die Speicher sind voll. Und selbst wenn es jetzt noch kälter werden würde, haben wir genug bis in den Frühling. Und das ist etwas, was wir hier sehen können. Und weil das unwahrscheinlicher geworden ist, eine Gasmangellage in diesem Winter, haben wir auch die Wahrscheinlichkeit für unser Basisszenario nach oben genommen, von 60% auf 65% und das Absturzszenario von 30% runter auf 25%. Also ein besseres Szenario, eine bessere, höhere Wahrscheinlichkeit für das Basisszenario. Das Basisszenario hat eine konjunkturelle Delle. Vor 2 Monaten habe ich noch von Rezession gesprochen. Das ist nur noch eine konjunkturelle Delle. Wir erwarten im Jahresdurchschnitt 2023 Stagnation von vormals minus 0,6%. Im nächsten Winter könnte natürlich noch mal eine Gasmangellage kommen. Deswegen bleiben wir mit dem Absturzszenario auch noch bei 25%. Aber es kann sich auch noch viel ändern mit dem Angebot, mit den Angebotsbedingungen, sodass wir im Basisszenario doch relativ optimistisch sind. Die 7 Wege für eine bessere Entwicklung, die im November fast unrealistisch schienen, materialisieren sich mehr und mehr. Wir sehen Veränderungen. Wir sehen den ersten Effekt aus China. Wir denken, dass das da zu konjunkturellen Impulsen in der Welt führen wird. Und die konjunkturellen Impulse kommen natürlich auch von den Lieferketten. Wir sehen hier, die Probleme bei den Lieferketten gehen signifikant zurück. Das hat positive Effekte. Die Halbleiter und andere Güter gibt es wieder. Der Preisdruck lässt von dieser Seite etwas nach. Und die Entwicklung bei der Währung, wir hatten prognostiziert, der Euro in Richtung 1,10. Da sind wir schon hin. Das bringt auch Entspannung bei den Preisen, sodass man da auch etwas optimistischer sein kann. Und deswegen stehen wir zu der Prognose, Inflationsraten gehen im Laufe dieses Jahres zurück. Sie bleiben strukturell noch hoch. Im Jahresdurchschnitt hätten wir dann etwa 6%. Aber das ist deutlich weniger als im Vorjahr. Da hatten wir 7,9%. Die Stimmung. Ich habe keine Folie zum Ukraine-Krieg mitgebracht. Wir prognostizieren keine militärischen Szenarien. Aber solange es jetzt nicht noch weitere Eskalationen gibt, hat das keine kurzfristigen Auswirkungen auf die Konjunktur. Und das ist das, was wir hier auch sehen. Die Stimmung bei den Unternehmen hat gedreht, sowohl bei den Erwartungen als auch bei der Lage. Das heißt, der Gesamtindikator geht nach oben. Eindeutig, im Frühjahr wird es dann besser. Und selbst bei den Konsumenten, da ist die Situation natürlich auch noch ziemlich schlecht, ganz hier unten im Minusbereich. Aber der Wendepunkt ist da. Also Stimmungssignal, Stimmungsweg auch in die richtige Richtung. Und dann sind noch die Zinsen, die könnten einen eigentlich Angst machen. Aber ein Großteil der Zinserhöhungen ist durch. Unsere Prognose ist jetzt etwas höher als im November, aber das ist eingepreist am langen Ende. Belastungen für die Märkte halten sich entsprechend in Grenzen und wir stehen weiterhin zu unserer Aktienprognose DAX. 16.000 Indexpunkte in diesem Jahr, was wir auch mit unserem Hellerbar Best Indikator gut ableiten können. Auf meinen 7 Wegen gibt es noch ein Kriterium. Das sind die Innovationen, auf die gehe ich heute nicht ein. Das wird Thema in den nächsten Monaten sein.